Oh, da oben ist eine Waffenkiste. So, was kriegen wir für einen Benzinkrieg? Gut, daran sollten sie zu knabbern haben, ja. ein Granatenmod und 600 Dollar. Genau da liegt dein Problem. Danke, Tankstelle. Ja, achso, das ist genau das. Okay. Schnellste Jagdrevolver. Gibt es einen Revolver für? Todesschreck von Pandora. Ein Rocket Launcher. Haben wir einen Raketenwerfer, aber uns fehlt noch ein Waffenmod. Waffen-Upgrade. Was auch wie ich es hier auch mal nennen will. So, wie kommen wir jetzt hier aufs Dach? Ich will in die Waffen oben ran. Aber wir können tatsächlich den Müll durchsuchen. Und hier haben wir mal Lucky. Straßenkrieg. So. Genau, und jetzt Straßenkrieger, Banditenapokalypse. Gut. Der sitzt aber auch ganz gemütlich auf dem Pott. Wie kommen wir jetzt hier auf das Dach drauf, damit wir an die Waffen da vorne rankommen? Ja, machen wir es halt so. Gibt's eigentlich noch was Interessantes? Nö. Nur die Waffen. Pistolen, Revolver, Schockwaffe. So. Nach da unten, okay. Eine Banditenapokalypse. Mad Mel getötet, mit Claptrap gesprochen. Kommen wir schon wieder in nächstes Gebiet rein, oder was? War da gerade was? Nö. Na super. Erstmal gegen Strommast fahren. Okay, das ist Mad Mel. Ich kenne ihn. Der hat mir meine ganzen Karren geklaut und diesen Pennern verscherbelt. Hey, grüß ihn von Scooter. Und damit meine ich, leg dem Mistkerl das Handwerk, ja? So verstanden, Ausführung. Wir legen ihn einfach um. Das sieht jetzt nicht ganz so schön aus. Boah, nee, da will ich nicht reinfahren. Oh, na super. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen Leben regenerieren mit meinem Auto. Ja! Ja! Es gibt keinen drinnen, Söldner! Wow, was ist das für eine Karre? Ja, das kann ich jetzt vergessen, so. E gedrückt halten. So, catch a ride. Brauch ein Fahrzeug. Hey, los, mach deine Karre auf. Ich hab die Karre. Kann man es von hier einfach so machen? Nee, geht nicht. Hätte ich gesagt, ach komm. Okay. Ich brenne. Das ist nicht ganz so prickelnd.
Na komm. Oder auch nicht. Kann man die Penner nicht irgendwie abknallen da hinten? Der eine brennende Psycho. Granaten werfen, mal gucken, ob die rinfahren. Ich hole mir nochmal ein Fahrzeug. Los geht's! Steige ein! Wenn du nach New Haven kommst. Ich würde dich gern mal persönlich kennenlernen. Alles klar, Scooter. Hä? Wirft uns hier noch? Wirft uns tatsächlich noch irgendwas? Da hinten. Psychos. So, das hat sich erledigt. So, dann quatschen wir jetzt mal mit, mit Claptrap, dass du uns nach New Haven lässt. Wo ist denn Claptrap? Noch da unten. Ja, ich bin schon da. Ich habe die Bestätigung, dass Mad Mel tot ist. Alle Claptraps werden aufatmen. Warte bitte, ich aktiviere den Zugang nach New Haven. Sollen wir mit Fahrzeug durch oder ohne? Check me out. Na dann ab nach New Haven. Na, das sieht ja hier schon sehr vielversprechend aus. Ich hab die Karre. Das sieht ja hier sehr vielversprechend aus. Ich melde mich, um dir zu sagen, dass ich eine Entscheidung gefällt habe, die dir nicht gefallen wird. Als Administratorin von New Haven bin ich für das Wohl der Bürger verantwortlich. Und deshalb muss ich die Straße nach Sanctuary momentan gesperrt lassen. Baron Flints Bande und ihre Höllenmaschine sind in den Salt Flats. Und ich möchte nicht, dass die Bürger durch sie umkommen. Aha. Tja, offenbar passt du dich gut an.
Was hatten die gemacht, ey? So, Energie für New Haven. Schalt den Generator in New Haven ein. So, wo ist denn das schwarze Brett eigentlich? Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Dahin. Hier rein angeblich. Kriegen wir den jetzt her? Und vor allem, wo ist der? Der soll ja hier in dem Gebäude drin sein. Angeblich. Ach, hier ist Scooter. Da ist der Generator. Hey, komm rein und sieh dich um. Ich wurde auch nicht in der Scheune geboren, klar? Naja, eigentlich doch. Aber du solltest es nicht einfach glauben, wenn die Leute von irgendeiner magischen Tür reden, die Schätze ausspuckt. So, nach TK sehen. Was, sollen wir jetzt noch Firestone dann zurück, oder was? Ach, nee. Tja, mach's gut. Ach Mensch, Scooter. Ah, das schwarze Brett und Firestone. Ach Quatsch, Firestone sei schon. New Haven. So, wie die Motten zum Licht, das nehmen wir alles mit. Oh mein Gott, ich habe ein Leck! Ich glaube, ich bin Leck! So, Claptrap-Rettung. Lass mich raten, ist bei Scooter. Das Reparaturkit. Wo soll das Reparaturkit jetzt rumliegen? Ach, Jackpot! Mann, ich hasse diesen Ort. Warum ist er dann hier, wenn du den Ort hast? Das soll ein New Haven sein. Das ist ja ein Widerspruch an sich. Dr. Zed hier oder was? Tatsache. Was willst du? Spuck's aus. Du hast, was du brauchst, also verstehe. Meine Servos! So. Tun wir das doch mal. Ui, Sniper und noch irgendwas, was ich jetzt nicht identifiziert habe. Was war's denn? Ein Revolver? Nee, dafür war's zu groß. Muss ja ein Revolver gewesen sein. Schaden 210, Alter. Ach, das ist zwar eine Schotti. Oder was? Ach. Gut, da können wir jetzt da noch einen Rocket Launcher rinknallen. Na, das sieht doch mal. Hast du nichts zu verkaufen oder was? Das sieht doch mal eindrucksvoll aus. So, damit wären wir in New Haven angekommen. Wer schmeißt denn sowas hier in Müll, ey?
Ah, hier ist noch ein Generator. Komm. So, jetzt nach da hinten am Wohnhaus. Ui, das ist ein bisschen kurz das Ziel. Nur no, immerhin hat er 3 Schuss. Ja, da verstecke ich meine Munition auch in meiner Waschmaschine. Da ist die Wäsche immer so bleihaltig. Was ist das jetzt? Der auf dem Dach oder was? Ja. Jetzt müsste man erstmal aufs Dach irgendwie kommen.